So, wir sind zurückgeworbt und werden jetzt... Okay, du gehst geradeaus rüber, oder was? Das, glaube ich, ist gut. Und jetzt könnten wir natürlich... Nee, doppelte EP oder ökonomischen Einsatz von Geistmagie? EP. Ich will das jetzt... EP, okay. Dich, Stift. Wer weiß, wie stark wir noch werden. Das stimmt. Ja, du hast einfach meine Karte vom Verhältnis nie hinkommen. Nein, würde ich doch on camera nie tun. Ich nutze jede Gelegenheit. Na gut. So, hier sind wir reingesneakt in der letzten Folge. Das ist aber bekannte Musik trotzdem, ne? Ja, ja, genau. Man, das so, gibt dir so ein Gefühl von Heimlichkeit. Ey, guck mal, das passt dir nie, was ich hier zeichne, ne? Ausrüstung. Ich hoffe, wir haben gerade Salvors Kette. Das ist die wichtigste in jedem neuen Gebiet ab jetzt. Nee, Dennis, ich tut mir leid mit dem Zeichnen, das ist schwierig. Sorry, ich muss. Hannes. Ruf, wichtiger Anruf jetzt in der Live-Sendung. Hannes? Was hier? Nee, 15. Okay. Alles klar, bis dann, ciao. Schatzgrube nur mit Befugnis steht auf diesem Schild. Hm. Also ich möchte sagen, das Wort Befugnis... Bist du jetzt links und durchgegangen, oder? Ja. Was mit Befugnis? Das ist das schönste Übersetzungswort, was sie bisher hier benutzt haben. Ja, stimmt. Mhm. Ungewöhnlich. Oh, ist das geil. Ich liebe ist das neu? Amulett. Neue Area? Nee, da waren wir doch schon. Nee. Nee? Nee. Okay. Da liegt auch was neben dem Skeletor. Warte mal kurz. Rechts neben ihm, also ja, zu seiner Rechten. Gut. Ich fühle mich auch nicht so richtig wohl hier. Ja, aber da kannst du ja vielleicht da... Vielleicht hilft dir ja die Kette. Rechts rumsneaken. Ja, die haben wir ja schon an. Ein bisschen in die Mitte da. Sehr gut. Okay, da kommen wir aber hin. Nee, rechts vorbei, nicht da. Ja, aber ich bin doch dazwischen. Da ist doch was, ein Skelett. Ach, du kommst. Ach so, okay, da kann man es natürlich auch machen. Das war doch tot, warum schlägst du? Ich habe die falsche Taste gedrückt im Stress. Ja, ich habe mich verdrückt. Da... Schau! Nomus-Schlüssel, Nomus-Schlüssel. Na? Wetten, das ist der Nomus-Schlüssel und wir können da nicht mehr hinwarpen. Klasse! Martyr. Der Martyr-Schlüssel. Martyr. So, wie kommst du da jetzt raus? Ja, einfach ne? Durch da, ne? Ja, run straight. Ja, einfach gar nicht. Aber erstmal. Drauf achten. Zack, und oh, warte! Alter! Richtiger Tricks. Ja? Wow. Ich sage extrem präzise. Oh, haben wir noch eine Froschhand? Ich glaube, das ist eine Drückfroschhand. Ja? Meinst du? Schon. Ich probiere mal. Oh ja. Ja. Was nun? Ich denke, die Dinger sind ich aus. Ich glaube, ne? Die Dinger sind aus. Ja, ist aber. Das ist praktisch. Die Dinger sind aus und sind immer noch da. Obwohl die haben dir überhaupt nichts angetan. Die waren, also, du warst ja super gemeistert. Wir sind so overpowered mittlerweile, dass... Aber da steht jetzt Lurche der Lump. Das ist der Diebesfreund. Der stand wahrscheinlich eben schon da. Vielleicht. Stimmt, wir haben ihn noch nicht gesehen. Na? Oh, ja. Hey, Freundchen. Was hast du? Sehr schön. Na, was kaufen wir? Was brauchen wir denn? Also, warte mal. Waldwurzeln, das waren ja diese Statuslumpen, aber die kosten 380. Ja, die sind hart. Und Status aus dem Gebiet sind wir jetzt raus. Eigentlich schon. Pilz brauchen wir nicht mehr, seit wir dieses gute Ampullending. Also, ein paar Notenpilze haben wir auch noch. Kräutersaft können wir natürlich benutzen. Also, ich glaube, das ist ein ganz guter Deal. Die machen relativ viele HP. Und wenn wir nicht zaubern können, uns heilen, dann sollte man sowas in Reserve haben. So wie jetzt gerade, da habe ich ja schon ein paar von benutzt. Einfach mal 5 kaufen, oder? Ne, 6, das wäre auf 15 insgesamt. Ja, das ist gute viel Zahl. Besser als 5. Als 14. Ja, oh, guck mal, jetzt kommt bestimmt ein Stinkding. Oh, Mosaikschild, das haben wir noch gar nicht. 22.000, ist natürlich klar. Boah, das ist aber heftig. Das ist wieder so ein super schwerer Schild hier, der Körperschild. Reithelm, das ist natürlich gutes Zeug hier. Superhelm. Good stuff. Den Superhelm haben wir aber schon. Die Mosaikrüstung, das ist alles so teuer. Händel. Aber damit kommen wir vielleicht mit dem Erdzeug, kommen wir vielleicht in dieses Funkelteil. Weißt du, vielleicht waren da die Erdhandschuhe drin. Und nur wenn du dich als Erdmann verkleidest, kannst aber du das. Aber ehrlich gesagt, du brauchst einen Questgegenstand dafür? Ja,
Ja, ich wollte doch nur mal eine Theorie hier. Alter, Feder am Arm. Mach den Körper leichter. Du kannst fliegen. Oh, 12.500. Ja, ich meine, vielleicht können wir damit tatsächlich schneller laufen. Das wäre mein Gedanke. Aber das wäre natürlich schade, vielleicht, dass man das erst im Endgame bekommt. Also mehr Informationen kriegen wir nicht. Wir können es aber auch nicht kaufen. Sollen wir es verkaufen? Ja, tick mal ein bisschen was. Weil da war, also war, hast du jetzt all die Liste durchgecheckt? Du brauchst 100.000, um alle geilen Sachen zu kaufen. Ja. Also wir brauchen mehr, aber wir könnten vielleicht so viel verkaufen. Wir haben auch nicht mehr. Das ist halt alles gutes Zeug. Also alles, was Kohle bringt. Das wäre so geil, wenn man echt die Statue der Dunkelheit verkaufen könnte, dann wäre das Spiel vorbei. Dann hat es jemand anders an der Backe. Ja, ne? Ah, das ist aber doch wieder... Nee, es bringt auch nichts hier. Nee, für ein paar hundert die Items, so, das macht den Kohl auch nicht fett. Und das sind gute Sachen. Ich meine, wir benutzen sie nie. Nee, aber dennoch. Trotzdem musst du behalten. Ja. Komm, wir gehen, wir werden, können ein bisschen sparen jetzt. Ja, oder du machst eine Farmrunde und holst uns 100.000 Gold. Wüsstest du einen Ort, wo das ginge? Nee, ne? Das kannst du gar nicht. Ja, aber das Respawn-System habe ich noch nicht so ganz verstanden. Mhm. Ich gehe jetzt übrigens... Ich gehe jetzt hier weiter in diesem Raum, ja? Nicht die Treppe hoch. Vielleicht gibt es ja hier, vielleicht ist hier so ein Farmrun, den man hier machen kann. Oh, Gargold. Oder vergleichbare. Mhm. Und dahin schimmert es doch schon wieder grün. Mhm. Ich bin ein bisschen froh, dass dieses elendige Abklicken von den Wänden ein Ende hat. Ja, ne? Ich finde das auch super. Eigentlich, wir haben ja gesagt, wir müssen nochmal alles backtracken. Ja. Feuerball! Ja, aber ich glaube... Boah, die sehen, sehen gut aus. Das sind... Das sind ganz schön Truhen, ne? Ja, und aber ein bisschen... Oh, oh! Oh, oh! Oh, ja, oh! Nicht, gucken, dass macht. Oh! Alter Schwede, das ist ein Vogelmann. Pass auf. Eins. Aua! Au, oh, der ist aber... Wo ist der Feuerball? Ja, wenn man ihn braucht, ne? Vielleicht sollte man den eher mit... Aber die kannst du gut ausmanövrieren. Hol deinen... Oh. Aber irgendwas beißt mir gerade in den Hintern. Ja. Oh! Alter! Jetzt pass auf, jetzt ist Zeit für... Das ist ein Horn! Er hat ein Horn! Eins, Doppelfeuerball! Zwei! So bist ich schneller als mein Feuerball. Das gefällt ihm nicht, das gefällt ihm überhaupt nicht. Komm, jetzt kümmere dich um den anderen, wenn der ja, gerade da... Ja, ganz. Oh. Warte, ich muss mal kurz mich zurückziehen und gucken. Da kommt er schon wieder. Oh, hat sein zwei. Kumpel oh. geholt. Okay. Du hast wenig Energie. Ja. Ich muss jetzt benutzen Ampulle. Und wir sollten uns mal kurz hier zurückziehen zu taktischen... Das sind auf jeden Fall schon gute Gegner, die da am Start sind. Obwohl. Gut und bam! Jetzt, guck mal, die halten nichts aus. Oh! Ey, hast du das gesehen? Nein, ja, der kann springen. Und er macht einen. Ich komm die Treppen nicht hoch. Ach so, links, der links, kommt. Links, ja, ja. Nee, die Treppen. Nee, die Treppen. Komm, jetzt hau ihn aus dem Maul, bevor sie lernen. Ah! Was ist das denn? Okay, machen die jetzt. Wie geil, ja, der hat aus Versehen sich selbst getroffen. Da oder sein Kumpel. Was geht mit ihm ab? Ich weiß es nicht. Es ist gegen schnelle Gegner nicht so gut, diese, ja. dieses Feuer. Ja, aber... Jetzt hau ihn! Warte. Er macht hier wieder so einen Blitzmeister. Nein! Ach, wie geil ist das denn? Okay, das ist potenziell, aber ich will einmal... Komm, hier. Bleib da. Eins. Zwei. Oh, das ist das geil. Das gefällt mir. Hat aber keinen Schaden so richtig. Der Typ nee. Steht immer noch. Jetzt hau ihm aufs Maul. Sehr gut. Boah. Oh, shit. Oh, oh. Dunkelheit. Oh. Ja. Können die sich nicht gegenseitig? Ah, gut. Was hat er gesagt? Ullischi. Oder sowas. Genau. Ja, das war, glaube ich, irgendwas in der Richtung auf jeden Fall. Das ist geil. Der Move gefällt mir gut bei dem. Ah. Oh, in der Ecke. Jetzt wünsche ich mir dieses Windding, den man... Komm. Der fühlt irgendwas im Schilde. Ja, der lockt mich wieder in die Todeszone. Hier liegt doch was. Oh Gott. Ein Stück Zahn. Der hat sich in eine Truhe versteckt. Nee, der läuft jetzt wieder, als ob er nichts... Jetzt könnte kein Wässerchen in ihn trüben. Oh. Oh. Sehr gut. Ja, nicht schlecht. Also ich muss sagen, für einen vertikalen Hieb war das, hat er eine gute Range gehabt. Mhm. Hast du alles aufgehoben, auch an der Treppe, da lag ja noch, ich guck noch mal. Vor allem der Gargoyle, will ich wissen, ich was der gedroppt hat. Ich hoffe vor allem auch, dass diese Statusveränderungen, die wir gerade hinnehmen mussten, diese Dunkelheit.
Aber wir haben, glaube ich. Also der Gargoyle, hat er was gedroppt? Ich glaube, ja, Geld. Guck mal links. Links. Das ist aber nur ein Saft. Da nee, geh zurück. Es ist schon weg, glaube ich, ne? Ja, also wir haben eine Schuppe aufgenommen. Das war eine Schuppe, ja. Okay, das kann sein. Ja, das Bild ist gerade dunkler geworden, wundert euch nicht. Das wird gleich wieder heller. Oder auch nicht. Spätestens, wenn Colin einen Trank nimmt. Aber wir spekulieren darauf, dass es von alleine das weggeht. Genau. Okay, den Raum absuchen, ja, ne? Geh erstmal in den Geheimgang, würde ich sagen. Du musst nicht. Wer baut denn ach so, das ich will kann wissen, was das ist. Ich guck mal einmal kurz, was für ein Status. Ja, irgendwas. Pups. Haben wir denn nicht irgendeinen Spruch? Ja. Hier so ein Standardspruch, der. Das ist einfach nur Lebensenergie, Kraftschild, Reiniger, Gift. Nee. Mal probieren. Machen wir Zauberlicht? Nicht? Nee. Wir sind noch nicht, warte mal. Ach, okay, es reicht natürlich. Stamina technisch vorne und hinten nicht. Ja, hoffentlich wird es gleich wieder hell. Das ist ein bisschen oll. So, also erstmal ein Geheimraum. Wir haben ja auch den neuen Zauber, ne? Den könnte man ja jetzt an dieser Stelle mal probieren. Können wir machen. Dann machen wir das doch. Also, das reine H2O. Ja. Damit wissen wir, er heilt alles. Wahrscheinlich ist sogar Regen drauf auf uns, oder? So wie das aussieht. Ja. Das finden wir wenig. Ach! Ah, geil. Aber guck mal. 100! Holy! Ich zittere fast. Das waren 10.000! Das waren 100. Nee, das waren 100? Ich laber nicht. Verwirrt. Gucken wir mal bei Gold. Warte, ich muss das. Guck ich mir im Stream an. Es waren nur 10. Weil es waren nur 10. 50, ist, oh. Da war noch so eine giftige grüne. Alter Schwede! Sollen wir da mal gucken? Der Chat ist kaputt jetzt. Ich habe aus Versehen irgendwas gedrückt. Oh Gott. Wo kommst du denn jetzt da? Alter, wir haben 10.000. Das war. Was meinst du, was in den anderen Truhen drin ist? Ich geh einfach mal hin, geh schnell wieder zurück. Und oh, nice. Geil. Ja. Egal, mach jetzt alle auf. Kann man denn nicht die ganzen Statusveränderungen machen wir mit reinigen dem H2O. Guck mal, überall kommt was raus, ne? Ja, das geil. Ist hier so wie. Das ist Sense Fortress von Kingsfield hier. Aha. Jeder Schritt eine Falle. Na? Jede Belohnung. Na, was liegt. Oh, nicht mal eine Falle drin. Es könnte ja rein theoretisch auch in den offenen Truhen was liegen, ne? Nur so zu. Ja, da hast recht, aber das ist natürlich. Glaube ich nicht, ne. Ich glaube, da war Salvor schon. Salvor der Gesalfte. Okay, okay, okay. Ja, okay. Erstmal den Geheimgang. Okay. In der Hoffnung, dass es dann. 10.000 Gold. Hast du schon alle Truhen aufgemacht? Ja. Da war. Sicher? Ja. Oh Mann, ich habe gehofft, dass da noch mehr 10.000er sind. Hey, guck mal hier alles auf. Ich kann noch mal einmal Clicky Meister machen. Hä, wieso ist da denn noch so ein Geheimgang? Jetzt kommst du an deine Grenzen wieder, ne? Ich weiß nee, das nicht. Also, erstmal zum Geheimgang. Ich will vorstellen, mach wieder reinigen, weil das ist sehr, sehr so dunkel. Das sieht auch da draußen doof aus. Das wollen wir natürlich dann sofort tun. Nutzen wir das Guter. Das levelt ja auch. So. Sehr gut. Und guck, siehst du, wir regenerieren. Wir haben Regen. Ja. Ja, das war so, gut. Geheimtür. Öffne dich. Oh, da liegt ein Schwert. Oh. Das sieht aber auch wieder so nach Falle aus hier. Nee, das sieht aus wie eine geile Gruft. Das ist das Alter, das ist das super Drillingsschwert. Das ist ja ein Schwert. Dass sich das nicht durchgesetzt hat im Kampf. Das ist doch ein Questgegenstand. Ist zu schön für eine richtige echt, ja. Mal sehen, wie das heißt. Ich tippe auf Rittersäbel. Nee, das ist die Käferpiekse. Ja, Multischwert. Das muss man sich auch denken können. Dass sich in viele klingt, das wird natürlich direkt benutzt, ne? Normal, Alter. Kann ich denn zu dem. Auch dann vielleicht. Alter. Das ist ein einhändiges Schwert. Das sieht sehr geil aus. Und dazu kann ich jetzt auch ein Killerschwert. Schild benutzen. Wozu brauchst du noch eine Gabel? Wenn du hast Multischwert. Kreuzritterschild, das ist gut. Oder haben wir auch das Leitschild? Navi Ganza nennt es das Pommesgabelschwert. Oh, herrlich. Und da bricht garantiert kein Zinken. Gibt es eigentlich noch die Plastikgabel? Das sind fast immer Holzgabeln, ne? Heutzutage. Stimmt, heutzutage, aber die gibt es noch. Pommesbuden? Ja, die gibt es bestimmt noch. Ich kann an diesen Plastikgabeln, die gehen immer kaputt. Ja, eben. Und es macht keinen Spaß, ihnen aus dem Mayonnaise Pommesbrei aus dem Maul zu fischen.
dann verlässt man sich drauf, dass die Zunge, die Arbeit macht, bevor geschluckt wird. Okay. Diablo Gebi hat auch einen guten Namen. Ist doch noch eine Truhe in der Mitte. Das ist das Schweizer Taschenschwert. Guck mal, da sind noch mehr. Ich habe noch Truhen entdeckt, Dennis. Ja, sag ich doch. Hier ist ein anderer Raum. Stimmt, dass wir hinter dem Geheimgang sind. Dumm, dass wir jetzt das benutzt haben. Da ja auch noch. Alles voll mit Truhen. Das sind alles Fallentruhen. Ja. Und da drin ist leer. Nichts. Oh, nochmal 10.000. Geil. Sag mal, wollen wir dieses Armband jetzt kaufen bei ihm da? Beim Händler? Dein Federarmband? Ja. Damit wir die letzten 10 Minuten des Spiels ein bisschen schneller sind. Ach, wir wissen doch gar nicht. Vielleicht ist das das beste Item, was es im gesamten Spiel gibt. Ja, deswegen. Wir wissen es nicht. Wollen wir vielleicht auf Tarion warten, bevor wir unser ganzes Erspartes raushauen? Dennis, was sagst du? Dennis, ich bin mit den Mechaniken so immer, wenn da steht, dieses ist leicht. Ich bin da immer nicht so. Also, ich werde auf jeden Fall erstmal dieses Armband googeln, bevor du das kaufen willst. Du bist jetzt die Treppe hochgegangen. Okay, ne? Ja. Oh, jetzt war alles voll Truhen. Also. Ja, dann geht's jetzt rechts praktisch im Halbkreis einmal über den ganze, Raum. Ja, und wenn es die ganze. Nochmal 10.000 Gold. Wir werden quasi zugekackt mit Gold. Ja, geil. Das kann doch nur Katzengold wir sein. Wir müssen das Zeugs kaufen. Ey, wir werden hier quasi genötigt, diese Mosaikausstattung zu kaufen. Nee, wir werden genötigt, für unsere Altersvorsorge irgendwas aus einzuzahlen. Und in einem ist eine Rübe. Ist das eine neue Rübe? Ich glaube, die Rübe haben wir noch nie gesehen. Nee. Das ist eine super Rübe. Jetzt kommt, pass mal auf, was für eine geile Edelrübe das ist. Die gute Edelrübe. Diese Rübe ist 10.000... Nee. Idiotenfroh. Ach, die ist doch geil. Das ist die Perma. Ja, klar. Kraft hoch. So, und hier ist noch eine Truhe, die wir bestimmt öffnen können. Handwerkerschlüssel. Oh, ein neuer, geiler Helm. Das ist nämlich, der hätten wir für Geld kaufen können bei Kollege. Ne? Ja, siehst du, also, wärst du zurückgegangen, hast gesagt, oh, das ist auch nämlich noch den Helm, dann wärst du raus gewesen, weil er sagte, ey, kaufst du Armband und Helm, kriegst noch die Schuhe dazu. Das ist ja vielleicht gut so. Mosaikhelm, ein wunderschöner, den setzen wir auf. Das ist ein bisschen Transformer-Style, war das, ne? Ja, ne? Ich muss noch mal einmal gucken. Ihr Menschen habt uns nie gut gedient, Transformer. Oh, Tarion ist da. Er sagt, es trifft auf keinen Fall das Armband. Also verarscht mich doch. Ach, wieder eine Nomus-Truhe. Das sind die besten Sachen. Nomus Hedrus. Kaplanus. Und hier ist wieder so eine Weevil-Nadel. So, dann gehen wir mal. Ich guck mal, lass mal kurz schauen, ob hier oben was liegt, was man wieder mit einem guten Schuss runterholen kann. Da oben ist noch eine Geheimnistür. Guck mal, da ist noch eine Geheimtür. 8 Minuten, aber ich muss mich jetzt leider verabschieden. Ach Dennis, das ist doch nicht schön. Nee, aber... Guck mal, da hinten. Ich weiß nicht, ob wir da von der anderen Seite hinkommen, aber da ist eine grüne Tür, die leuchtet. Dennis, das finde ich nicht schön. Was? Dennis, geht. Ich muss leider gehen. Also wir ganz viele Blindspots leider nach wie vor haben auf der Karte. Aber gut. Nee, wenn du meinst. Ich guck mir den Kram ja wie gewohnt im zweifachen Geschwindigkeit. Es war schön, dass du da warst. Aber was soll man machen? Meetings sind halt auch einfach Meetings, ne? Meetings, der sich Turtles spielen irgendwie. Der hat bestimmt heute wieder in der Post neue Actionfiguren gehabt oder so. Nimm das, Kolossus, Mann! Ja, Mann! Oh nein, Oh nein, die Maisattacke! Ah, ich kann Karate! Der Big Bad Farmer kommt! Oh, guck mal, wie krass er da hinten lang geht. Klappt das? Gut, ja. Find ich aber. Sich das auszahlt. Komm, wir gehen mal wieder zurück ins Spiel hier, ne? Wer nicht will, der hat ja bekanntermaßen schon. Und jetzt sind wir. Ich bin die eine Tür durchgegangen. Erstmal gucken, ob sie ins Todesverlies geht. In den grünen Todessee. Guck mal, der kleine hat ein T-Shirt, das sieht aus nicht wie Samuel Jackson, sondern eher wie They Live, oder? Ja, aber du musst es ja jetzt reinhalten. Es soll Samuel Jackson sein. Aber meiner Meinung nach sieht der eher aus wie They Live. Ja. Ein bisschen, ja, das sieht man super, glaube ich. Das sieht fast geil, aber du, von hinten sieht es sehr geil aus, wie du da runter. Ja, so ein bisschen. Also sieht es noch mehr so aus wie, ja. Also, ich hab eine Theorie, Dennis. Hier ist Giftsee, ja? Ja.
da. Eindeutig. Wetten die, das sind so Pusher. Oh, die dich da rein so pushen. Münzschieber. Soll ich mal probieren? Ach, puh, Glück gehabt. Glück gehabt. Aber pass auf, gleich pusht dich die Truhe rein. Ich kann da nicht. Pass auf, die geht nur einmal auf die. Ich kann hier nicht. Hä? Du kannst ich komm nicht geradeaus. Ah! Oh. Da war der Pusher. Push it good. Push it real. Ich gehe zurück. Guck mir das mal einmal an. Alter, ah. Okay. Aber es ist Zeit. Man kann das ja. Mit viel Skill. Hör auf! Oh, fick die Räudige! Okay. Ich mach das schon mal auf. Komm! Nimm halt! Alter! Das Problem ist immer, dass man nicht dieses genaue Anvisieren. Das ist echt keine schöne Sache. Oh, und jetzt kann ich. Ja, oh! Das ist super gut, super gut, super gut. Das ist gut. Sind wir also jetzt sind wir schon rüber, ne? Du genau. Bist auch noch, okay. Das war gut. Okay. Ich gehe einfach mal weiter. Jetzt geht's wieder hoch. Der gefällt mir, der Dungeon hier. Wir haben sich schon was einfallen lassen. Ja. Jeder Raum eine neue Überraschung. Jetzt bist du auf der anderen Seite. Ist das der Raum? Wo hat's denn grün? Da hinten ist. Ja. Okay, eine gepläuderte. Leer gepläudert. Und leer. Nichts, aber auch kein Giftspruch. Da liegt auch nichts drauf, wenn du irgendwo im Hintergrund irgendwas auf diesen Dingern, ne, zum Runterschießen siehst. Zum Runterschießen? Wieder 10.000 Gold übrigens, ja? Ich sag's nur. Also wir sind so reich. Ey, jetzt bräuchte ich doch einen Zauberspruch, um die. Das dauert doch 1.000 Jahre, bis diese alle geöffnet sind hier händisch. Ja, stimmt, das sind bestimmt 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! 11 Truhen! Kennst du noch? Ja, das war der Count, Alter. Oder? Ja. Count Chocula. Okay, das machen wir, wenn wir schon vergiftet werden. Ja. Ja, holen sie die alle ab und am Ende einmal heilen. Kann ich nicht. Komm. Ich mach's wieder einen guten Strafe Run hier. Na. Hallo. Ey, du musst doch wenigstens mir... Ach, sag bitte nicht von der anderen Seite. 10.000 Gold. Abhang. Sag nicht, dass ich die eine Truhe von der anderen Seite öffnen muss. Dann raste ich. Natürlich. Oh, guck mal. Eine Fliese. Das ist ein genug Druckknöbel. Hol dir den. Ach, Quatsch. Ich dachte, man kann ihn aufheben und irgendwo... Ja, es sieht so aus, aber... Irgendwo, aber echt voll Disco gerade. Ja, es macht es nicht leichter. Musst du die passende Musik dazu machen. Hammer Time. Underground Disco. Wetten jetzt auch einer andersrum? Da liegt jemand? Nee. Bone Storm sagt, starke Inflation im Tempel. Oh! Alter Lachs! Ein Klappskelett! Aber unser Dreierschwert... Gerade nach tausenden Jahren werde ich geweckt, um endlich... Ja, Skelett in the Box. Ist es noch dunkler geworden? Nee, ne? So, die machen wir noch auf und danach. Komm, wie viel Debuffs kann man eigentlich drauf haben? Und leer. Ja. Und leer. Gehen raus aus dem Grün und dann... Ja, jetzt eure gesamte Ausrüstung ist kaputt. Ja. Oh nein, da war noch Säure dabei. Willst du dich nicht die... Guck mal einmal kurz. Mach mal. Oh, doch. Ja. Dazu schmeißt man erstmal eine schöne Ampulle rein. Ach komm, Gift heilst du nicht, oder was? Echt nicht? Ach, das ist doch lame. Was geht das von... Sollst ja auch Magie H2O rein. Ja, aber ich musste doch dafür, um Magie H2O zu benutzen, musste ich doch zuallererst einmal Magie, du hast immer Mana eine Ausrede Punkte für irgendwas. Nein, das hat doch da wenig zu tun. Natürlich. Ohne Mana kein Zauber. Mhm. Das ist das kleine Rollenspiel einmal eins. Oh. Oh.
Okay, okay, das ist gut. Pass mal genau in der Mitte durch, was ist das Problem? Ja, feuerfest oder ohne Feuerfest? Ach, einfach durch, da ist auch nichts in der Mitte. Oh, geile Tafel, da stehen bestimmt drei Sätze. Zuerst wurde die Erde erschaffen, das stimmt. Wasser zähmte die Flammen, der Wind hat es beendet. Mm. Das klingt so ein bisschen wie Windzauber auf Statuen vielleicht? Oder so, weißt du? Ja, aber die stören uns ja nicht. Ach, guck mal, da hängt ein Zauber. Ja, nein, ja, das könnte sein. Das nicht? Oder du greifst einfach. Ja, aber dann mache ich mich doch mal kurz... Naja, lass uns probieren mit Magie. Ich mach mich mal einmal feuerfest. Nee, mach lieber du willst jetzt Luftzauber. Na gut. Ich fand den Ansatz ganz gut. Boah, guck mal, wie krass böse wir aussehen. Ja, Mann. Wenn wir so invaden würden irgendwo. So, jetzt machen wir noch einmal den Schuss. Nee, das muss auch treffen. Aber oh, das macht ja gar keinen Schaden, ey. Überhaupt nichts. Wir sind feuerfest. Komm, hat er auch noch was hängen? Nee, ich nehme mir die Klöten ab da. Okay, ja, also das ist wirklich... Ja, okay. Ich hatte jetzt mit mehr gerechnet. Vielleicht riechen wir jetzt streng. Du meinst, wir sollten zur Elfenotze? Ja. So, wir machen eine kleine Werbepause, sind dann gleich wieder da, denn hier gibt es ja noch ein paar Türen mehr, die wir öffnen wollen und vielleicht auch noch ein paar Fallen. Okay. Geile Sache.